Moin Moin und willkommen zurück zu Dark Wolf mit The Evil Within. Im letzten Teil haben wir das erste Kapitel überlebt, wie hier auch noch steht. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht viel, sondern begeben uns direkt ins nächste Kapitel. So, der Erste-Hilfe-Koffer heilt dich und steigert deine maximale Gesundheit ein wenig. Wer hätte das gedacht, dass ein Erste-Hilfe-Koffer so etwas macht? Freut uns aber natürlich, sofern wir meinen Finn. Wo sind wir denn jetzt? Also gerade sind wir doch gefallen. Mit dem Auto, mit dem Krankenwagen. Und jetzt bringen uns so komische Leute irgendwo hin. Und warum sehe ich alles rot? Ich glaube, ich sehe rot. Ich vermute, wir sind irgendwie sowas wie im Krankenhaus. Aber stimmt, kein nettes Krankenhaus. Hallo? Okay, kein nettes Krankenhaus. Wir sind ja voll gefesselt hier. Oder? Ist das unser Gürtel? Kollege, steh auf. Ich will jetzt nicht operiert werden. Was? Wer grapscht mich da an? Wer ist denn er? Hilfe? Hallo? Geh weg! Ach, Traum. Okay, kein Krankenhaus, irgendein Bett. Lesen wir mal die Tageszeitung. Leichen gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Doof, doof. Ey, jetzt humpelt er wieder. Medizin ist immer gut. Allerdings. Was war das? Hallo? Hallo? Jemand da? Wer zum Geier spricht jetzt? Ich? Können wir uns mal waschen? Nein. Muss aufs Klo? Was denn jetzt? Ah, guck mal, na guck. Gut, dass wir reingeguckt haben. Was zum Geier ist das? Achso, Medizin. Mitnehmen. Boah, wir sind also verschwommen. Haben wir zu viel gesoffen oder was? Kamera drehen. Yeah, was krabbelt da? Voll Bar. Bar. Voll die Invasion. Hallo, kranke Schwester. Nee, ich tue nur so. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Das beruhigt mich jetzt nicht. Ja, waren doch ganz viele Krabbelviecher, oder nicht? Oh Mann. Werd ich verrückt? Bin ich schon verrückt? Wo bin ich überhaupt? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Was? Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wie eintragen? Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Was? Eintragen? Zukünftige Erinnerungen? Okay, Speicherplatz. Sehr schön, wir haben gespeichert. Hier entlang, bitte. Mal eine andere Art von Speicherplätzen. Sehr merkwürdig. Ups, okay, mit der Taste hau ich. Riecht wie Medizin. So ein Krankenhaus, Fitzbold. Oder irgendwie sowas zumindest. Ich weiß nicht, ob ich hier hin will. Will ich da hin? Will ich mich da draufsetzen? Halt ich nicht. Mach ich's trotzdem? Nö. Weil. Ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Bitte, setzen Sie sich. Also doch setzen, sag ich doch. Ich wollte mich gerade setzen, ich durfte nicht. Sehr verwirrend gerade. Was? Na toll. Jetzt kriegen wir Farbe eingeflößt. Es ist nur zu Ihrem Besten.
Nein. Was? Stopp. Mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. Benötigte Punkte 100. Auswählen kann ich nichts. Verbessern. Was habe ich jetzt verbessert? Sehen Sie schon viel besser. Na, geht's so. Ich glaube, du bist schon verrückt. Wow. Och, nicht nur so vielleicht, weil ich Feuer sehe. Ich warte auf Sie. Ich weiß aber nicht, ob ich zurück will zu dir. Okay, also das ist jetzt wieder der Anschluss vom letzten Mal, als wir mit dem Auto gefallen sind. Ich bin verwirrt. Aber das klärt sich doch mit Sicherheit im Laufe des Spiels noch auf. Scheiße. Allerdings. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Da können wir was nehmen. Spritze. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt, aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Woher weißt du das, wenn es unbekannt ist? Hm. Inventar öffnen. Okay. Das ist mein Inventar. Da kann ich Sachen auswählen und benutzen. Schön. Allerdings, Schnellzugriff. Allerdings habe ich bisher noch nicht allzu viel hier. Bis auf die Spritze und die brauchen wir. Aktuell schon, wenn das da links unser Lebensbalken ist. Hauen wir uns die mal rein. Okay. Stellt tatsächlich nicht allzu viel wieder her. Aber besser als nichts. Oh, wir können sogar wieder rennen. Ja, spitze. Huch. Da war was. Das sind ja wohl doch keine Medikamente, wie ich erst gedacht habe, sondern irgendwas anderes. Zumindest sammeln. Sammeln ist immer gut. Dunkel ist hier. Zu dunkel. Wo ist denn hier da? Nee, Moment. Können wir die Tür aufmachen? Nee. Ich wollte ganz gerne mal hinten irgendwie rein. Weil da waren ja noch ein paar drin. Hm. Okay. Er kann wohl nicht hüpfen, klettern, springen, was auch immer. Also, als wir runtergefallen sind, waren da noch ein paar Leute drin. Und jetzt? Sind wir alleine? Hm. Scheinbar. Das ist ja doof. Ich hätte zumindest ganz gerne mal reingeguckt, ob die da vielleicht noch drin liegen. Das ist Feuer. Feuer tut mit Sicherheit weh. Gut, dann lassen wir die einfach zurück und gehen weiter. Oh. Ich glaube, die wurden weggezehrt, wenn ich mir das Blut hier so angucke. Nicht schön. Und immer noch keine Waffe, verflucht. Wo sind denn die Blutspuren? Da. Okay. Da liegt irgendwas. Oder irgendwer. Oh Mann. Was? Greife Gegner oder Gegenstände mit bloßen Händen oder einer Nahkampfwaffe an? Mit Y, okay. Ich will aber gar nicht kämpfen. Achso. Was ist das? Irgendein Tier. Okay. Da draufhauen bringt man nichts. Gut, einsammeln können wir auch nichts. Können wir das kaputt machen, ja? Tatsache. Ah, da drin befindet sich was. Kisten kaputt hauen. Ich habe jetzt so ein bisschen die Übersicht hier verloren, wo wir hin müssen. Dann also einfach mal querfeldein, ne? Hm. Rennen wir mal hier in die Richtung. Vielleicht finden wir was, vielleicht auch nicht. Hä? Licht, können wir es mitnehmen? Sehr schön. Da ist einer. Freund oder Feind? Feind, so wie das aussah. Schlaues Kerlchen. Oh je, der frisst da irgendwann auf, glaube ich. Anschleichen. Hallo? Achso, er läuft alleine. Ich mache gerade gar nichts mehr.
Jetzt habe ich einen Revolver. Ah, sehr schön. Connelly. Ist jetzt nicht mehr dein Freund, Fahrer, was auch immer. Man knallt den ab. Uah, lecker. Linke Taste halten, rechte Taste schießen. Ey, darf ich den erstmal lesen? Oh. Tot? Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Okay, die Steuerung ist aber boah, sehr schwerfällig. Kann man sie einfach nur einstellen? Oh, da lebt er doch noch. Na toll. Lebt er jetzt immer noch? Ich hoffe nicht. Ach, jetzt ist er tot, okay. Mein Gott, Connelly. Die sind aber zäh, die Viecher. Hm. Matsch. Ey, lass ihn los, ich geht. Den kann man hin und her schleifen. Voll. So, Handschellen. Wer weiß, wofür wir die mal brauchen. Ach, können wir gar nicht nehmen. So ein Kack. Hm. Wer auch immer das jetzt hier war. Kannten wir den? War das der Arzt? War der Verrückte? Egal. Munition wäre schick. Irgendwie bin ich leer. Na, hier gibt's halt nichts mehr. Schade. Dann rennen wir mal weiter, ne? Wo auch immer wir hier sind. Laterne benutzen. L drücken, Laterne benutzen. Ah. Ach, am Hintern hat er sich die gehängt. Cool. Achso, ich dachte, das wäre eine Kiste. War aber keine. Können wir hier irgendwie rüberhüpfen? Nein. Rüber. Kaputt schlagen auch nicht. Dann sind wir hier falsch. Dann rennen wir hier rum. Wer ist er? Wer bist du? Hey, bleib stehen. Tut weh, allerdings. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Ich glaube... Verdammt nochmal. Krankenhaus war jetzt nicht so toll. Fallen entschärfen. A halten. Okay, mit A macht man scheinbar alles. Und ich habe was erhalten. Fallenteile erhalten. Werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Okay. Also wir können uns auch was basteln. Wird immer wieder sehr gerne genommen, sowas. Ja. Zusammenbauen, craften, wie auch immer man das nennen will. Gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Was will er? LB halten, sprinten. Verbraucht Ausdauer. Gut. Also falsche LB. Nehmen wir das obere. Ach, da links ist der Ausdauerbalken. Na, viel Ausdauer wollte er aber nicht. Für einen Polizisten? Warum kommen wir da nicht rauf? Ah, so. Okay. Falsche Richtung. Streichhölzer benutzen. Nähere dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke B, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Okay, aber warum soll ich ihn verbrennen? Bestimmt, weil er sonst aufwacht, oder? Aber jetzt hauen wir erstmal hier das Ding kaputt. So, haben wir auch wieder Werkzeugteile erhalten. Gut. Und dann sammeln wir mal die Streichhölzer auf. Das soll ich hier hin und dann B drücken. Okay. Gut. Er brennt. Wäre er sonst wieder aufgestanden oder was? Hm. Weg ist er. Aber wirklich weg. Komplett weg. Aufgelöst. Na gut. Merken. Mit B verbrennt man Leute. Ja, ist ganz schön blutig hier. Kommen wir da rein? Was jetzt schon wieder? Hä? Er verwirrt mich. Es verwirrt mich.
Alles verwirrt mich. Ich glaube, der ist verrückt. Was liegt denn da? Das sieht besonders aus. Ach, nimm doch einfach mal. Tagebuch. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum glauben. Nee, Quatsch, kann's kaum erwarten, steht da. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Gut. Schön für dich. Was ist denn jetzt schon wieder? Allerdings bringt Ziegenbiere Unglück. Wo sind wir jetzt schon wieder? Jetzt sind wir wieder... Hä? Wieder hier? Ja, ich verstehe es auch nicht. Macht dir nichts draus. Den Verstand. Dito. Den verliere ich auch. Können wir eigentlich in andere Türen rein? Nee, ne? Nö. Falsche Taste. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? Nicht wirklich. Gut, aber wie wir wissen, können wir hier speichern. Dann machen wir das doch glatt. Gespeichert. Und wie das Ganze hier weitergeht und ob sich das Ganze mal wieder entwirren lässt, seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.